Ja, hallo, hey, willkommen, mein Name ist DaniBLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir die letzten bisher zur Verfügung stehenden Parallelquests abgeschlossen und jetzt sind wir ja gezwungen, in der Story ein bisschen weiter zu machen. Ich hoffe mal einfach hier hinten, vielleicht ist da hier irgendwas, wer weiß, habe ich noch nie nachgeguckt. Und ja, wo sind wir stehen geblieben in der Story? Wir haben gesehen, wie Bardock Mira irgendwie ins, weil nicht ins Nichts hineingezogen hat, das glaube ich Tower erschaffen hat. Und ja, unsere Charaktere scheinen sich anscheinend nicht an irgendwie die Ereignisse zu erinnern oder haben irgendwie einige Charaktere vergessen, wie Tower oder Mira, keine Ahnung. Wir werden jedenfalls sehen, wie es jetzt weitergeht. Wir sind nicht mehr so weit entfernt, Story abzuschließen. 91%. Ich würde sagen, ein oder zwei Axt kommen vielleicht noch und so. Und dann gibt es ja noch hier diese Eier, mit denen wir immer noch nichts machen können. Und ja. Wenn euch der Part übrigens gefällt, könnt ihr einen Like, einen Kommentar oder ein Abo hinterlassen, um den Kanal weiterzuhelfen. Ich würde sagen, wir machen dann jetzt hier weiter und gucken, wie es weitergeht. Ich weiß genau, was die Ursache ist. Ich sollte mir die Zeitkammer noch mal ansehen. Da hätte ich dich gerne dabei. Ja. Dann los. Ja, Charaktere freischalten, komm schon. Ja, einfach geil, so durch den Charakterauswahlbildschirm mir zu scrollen, durch die ganzen Variationen der Charaktere und so. Das ist eines der besten Sachen im ganzen Spiel, finde ich, ehrlich gesagt. Ach ja, alle Sachen auf einmal haben sich verändert, genau. でも何が変わってしまったのか思い出せないのよ。どこが変わったんじゃ。喉のところまで出てきとるんじゃが。俺も誰かのことを忘れてしまっている気がします。あら、その、seinen alten Partner hat er vergessen oder mich? Ich scheine mich erinnern zu können, oder? どうかしましたか? Keine Ahnung, sag mir was. 持ち帰った仮面ですか。これは一体誰のものでしょうね。ミア、メオラビーが。いや、もう一人これをつけていた人がいた。Stimmt, das Hologramm in der Mitte ist auch verschwunden von Konton City。その人を連れ戻すために俺たちは戦った。 かけがえのない人だったから俺と一緒に様々な歴史を巡って俺のパートナー。オッケー。 Hat er die Ereignisse vom ersten Teil irgendwie gelöscht oder was? Oh, hallo. Also da, wo er sich mich gewünscht hat damals. Nein, nicht Shenlong. Nicht Shenlong. Man hat ja einfach den Trick von Piccolo geklaut und hat Shenlong erledigt. Jetzt gegen Tower kämpfen, bevor sie irgendwie Shenlong tötet. Das ist doch mal geil. Hi, na? Ich komme aus der Zukunft. Die Herstellung der Geschichte, besiege Tower. Ja, wir hatten auch noch das Vergnügen. Es scheint lang im Hintergrund. Schade. Wäre irgendwie geil gewesen.
So, komm her. Ich glaube, mit der hat man nicht mal im ersten Teil Vergnügen, ne? Ja, bis 58, stimmt, die sind schon so 60 oder so. Und zack. Bo, 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 bo. Nein. Nein, na. No. Naja. どちらが歴史を争うとしているかは分かった。これ以上。Oh, Trunks. Alles begonnen, ne? Allerersten Teil. Allerersten Part im ersten Teil. Finde ich richtig geil gemacht. Boah! Nein. Nein. Oh Gott. Nein. Aha. Und da Beschuss. Ist doch nicht. Da Beschuss. Da. Das ist mich vergiftet, glaube ich. Weiß ich nicht. Weiß nicht, was dieser Totenkopf bedeutet. Ja, ich habe irgendwie. Sehe irgendwie Bläschen aus meinem Kopf. Das ist normalerweise irgendwie mit Gift. Vielleicht zu setzen. Auch. Hat so. Was ist denn für ein disrespektvoller Angriff? Ich höre so. Das ist gar nicht mal so ein einfacher Kampf hier. Was? Ich dachte, dass mein Fernseher war ausgegangen. Und jetzt bin ich weg, ja. Und jetzt wünscht er sich mich. Vor allem, das ist voll paradox. Er wünscht sich als nächstes einen starken Krieger und dann komme auf einmal ich aus dem zweiten Teil. Bevor er mich rufen kann aus dem ersten. Wenn das jetzt ein anderer Charakter gewesen, wenn ich einen anderen Charakter importiert hätte, so vorgegeben und so, wäre ja langweilig gewesen. Und ich hätte nicht meinen Charakter genommen. Er wäre irgendwie, weiß ich, er kam doch richtig geil rüber. Gut, dass ich das gemacht habe am Anfang. Wieder einfach so? Glaube ich nicht. Er ist schon im ersten Teil einfach so verschwunden. Was? この時の隅は結界が張られていたはず。あなたたちが仮面を持ち帰ってくれたおかげよ。あれも罠だったのか。ついに手に入れたわよ。爆弾やキリが眠っているわね。これで間違いなく暗黒魔界を復活できるわ。真の狙いは突擊の卵だったのね。これだけの力があれば。 Ja, damit habe ich schon ein bisschen gerechnet. Kämpfen jetzt hier drinne? Okay. Na, aus. Nein. Oh, das bin ich. Ah. Gib mir eine Brawl Fist. Oder auch nicht. Schade. Kann ich nicht mit mir selber fusionieren? Boah, stellt euch das mal vor, ey. Ich würde die Werte von meinem Charakter aus dem ersten Teil noch übernehmen. Da wäre doch voll krank. Ja, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und ja. Mira. Mira und Tower.
Siege Mira. Hi. Mein Gott, hat der viele AP. Nein, das wollte ich nicht machen. Au, 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 au. Na, hat er zu Ende mit seinem Angriff. Das Glück, dass ich viele Heil-Items dabei habe. Alter, hör auf damit! Du bist nicht gut für dich? Er macht mir irgendwie auch nicht so viel Schaden. Ah, weg bist du. Oh Gott. Ich mache mir keinen Schaden. Ja, finde ich schon ein bisschen fairer. Aber auch Ausdauer braucht es nur, danke. Oh Mann, das tut voll weh. Aua, auf damit. Aua. Sind die im Cyborg oder was? Stell dir mal vor, ich würde die ganze Zeit hier Schaden bekommen, ne? Wie soll er helfen? Warte nur, bis du zu Ende redest, damit ich ihn ja vor Fresse geben kann, aber okay. Oh Gott. Das ist ja ein super Schurkenmodus. Merk gerade hinten bei den Haaren irgendwie. Ist auch dieses Unendlichkeitszeichen oder was auch immer das ja, Zeichen von denen ist. So, jetzt aber. Puff, du, du, du. Und super, ich bin nicht verwandelt, ist klar. Wow. Erstmal verwandeln. Boah. Boah, nein. Orion Speck, das ist eine, weiß nicht, Meisterin. Oh, was ist das? Wenn ich wahrscheinlich dann schon der letzte Kampf ist. Wow. Ah. Ha, super, ich habe nicht genug. Ah. Und schon schnell. Und Sturm kann man ja. Nein, ich habe nicht getroffen, das war ja klar. Ah. Nein. Alter, wie weit? Du besser. So, hier. Voll unspektakulär, aber egal. コアを取り出して修理しないと。その必要はない。俺はお前の設計を超え自分の道を歩み出した。俺は 俺という存在を超える。お前という創造主を飲み込んでな。ミラ、そんな私が作ったものなのに裏切るなんて。あ、失敗。異常なエネルギー反応です。
Okay. Sieht krass aus. Sie macht von allem, oder was? Oh, das war Son Goku, oder? Hi, hab's genau rechtzeitig. Okay. Keine Ahnung. Ist doch egal. Also er ist hier. Oh Gott, der hat aber auch eine krasse Form jetzt. Ah. Ich habe mir AP vom Kampf davor. Ausgezeichnet. Davon war nicht schon wieder. Komm, ich fliege die ganze Zeit noch, ne? Weil mir hat ja nur als Minion angefangen. Vom ersten Teil aus an. Bevor dem Migra irgendwie ja auch taucht ist. Das ist ja irgendwie der Hauptbösewicht. Ich finde da solche Präventungen echt richtig geil. Wenn wir irgendwelche Sachen so was machen, Serien oder Spiele. Ja, deswegen willst du gegen ihn kämpfen, ne? Du bist doch irre. Das ist so langsam echt ein Fetisch, habe ich so ein Gefühl. Was war das? Oh, das sind die Attacken vom Dings. Elite, nämlich Elite. Nicht Super Elite. Expertenmissionen, Gegnern. Ja, ne, da fehlen ja immer noch welche. Und flieg! Sieht aus wie so ein typischer One Piece Charakter, finde ich. Aus wie so ein Fischmensch. Ja, er sieht aus, als wäre irgendwie aus One Piece. Hat Gesicht, so Proportion und so, die Farben. Und hä? Hi. Er ist hinter mir. Hilfe! Er ist hinter mir, mach ihn weg. Ja, ob die Super Drachenfaust. Ah, Kame, Kame. Was ist das? Okay, cool. これで全て解決じゃの。ね、これでしばらくは静かに歴史を見守る仕事に戻れそうです。
Ich muss sagen, der erste Teil ist irgendwie spektakulärer gewesen am Ende. Ja, im dritten Teil, ne? これはまだまだ実力不足です。今回もそれを思い知らされました。何心配するな。お前さんには仲間がおるんじゃからな。はい。いや、そうか、2枚カクテルのお Bildschirm sind。だから、これは食べるものじゃないの。卵焼きなんて持ってのほかだからね。 Unser Held, meine Freunde. みんなで見ていかない? Wie schaut man denn zu, wie ein Universum entsteht? Ich glaube, wir nennen sie Dr. Slump. Was? Okay, Musik. Bärgeschützte. Ich hoffe ja nicht. Okay. Es gibt ja kein offizielles Intro in dem Spiel, das ist ja halt komische. Und ja. Schauen, scheinbar ist so versauert, ja. Kennt man. Gut, dann hätten wir. Das schon mal erledigt. Fehlen jetzt nur noch diese komischen Eier. Okay. Ich habe mal die Musik ein bisschen ausgestellt, weil das klingt doch so ein bisschen nach, als könnte das für Kopierschutz irgendwie Probleme bringen. Und ja, ich möchte kein Risiko eingehen. Das hört sich richtig Dubstep an. Was ich irgendwie nicht so gut finde. Aber okay. Ja, was soll ich sagen? Wir sind noch nicht fertig. Fehlen noch ein paar Parallelquests. Und ein paar Meister. Außerdem kommen ja noch ein paar DLCs irgendwann. Die Dingens fehlen uns aber noch hier, die Eier, die wir gesammelt haben. Ja, da wird ja wahrscheinlich auch wieder irgendeine Story sein. Ich wette, Dragon Ball GT Story mäßig. Und ja, die müssen wir uns auch noch kümmern. Und wenn die jetzt nicht nach der Story irgendwie verfügbar sind, dann weiß ich auch nicht, was das soll. Und in der Capsule Corporation fehlen uns immer noch 14%. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwas scheint da noch zu fehlen. Und ja, sonst weiß ich nicht. Hier, warum sie diese Musik gewählt haben, verstehe ich irgendwie. Das ist irgendwie sehr random. Jetzt nicht irgendwas, was zu Dragon Ball passt, finde ich. Ich finde allgemein Dubstep-Musik nicht gut. Weiß auch nicht, was irgendwie so, weil nicht so gut ankam, als das rausgekommen ist, so, weil es halt moderner wurde. Es ist einfach nur an wie eine, weiß nicht, eine kaputte Schallplatte für mich. Ich sehe da jetzt nicht so den die Faszination drin. Ne? Ping Zhou Chang. Okay. Ich dachte erst, da wäre irgendwie so von den gleichen Leuten, die irgendwie das Freezer-Thema aus Dragon Ball Resurrection F irgendwie gemacht haben. Hören sich so ein bisschen an. Ich dachte, da wird irgendwie so in so ein
Rock-Thema also übergehen. Aber nee, das ist die ganze Zeit Dubstep hier. Und wegen Kopierschutz habe ich die Musik halt ausgestellt. Also tut mir leid. Wahrscheinlich werde ich schon irgendwie Probleme kriegen, weil ich die ersten paar Sekunden nur angehabt habe oder so. Mal schauen. Werde mir was einfallen lassen. Ja. Was soll ich jetzt noch sagen? Geiles Spiel. Kann ich nur empfehlen. Viele sagen zwar, das ist irgendwie nichts Neues oder so, oder das, weiß ich nicht, nicht das beste Dragon Ball Spiel ist. Ich würde aber sagen, es ist verdammt nah dran. Dragon Ball Xenoverse macht sehr viel Bock. Wer ist jetzt vielleicht Gameplay-mäßig, würde ich da vielleicht sogar ein bisschen zustimmen bei einigen Spielen, aber man merkt auf jeden Fall, hier in den Xenoverse-Spielen so richtig gut auf für die Fans hier irgendwie viel Content drin ist. Die ganzen Kostüme und so weiter ist, die Attacken, wo man sich einen eigenen Charakter herstellen kann und so, das sind doch alles so Sachen, die sich Fans gewünscht haben und so. Charaktere, die Anzahl der Charaktere und so. Dann noch eine Story. Und ja. Future Chunks, Shala, hey Shala, wo? Habe ich kein einziges Mal gehört. We Got Power habe ich auch nie gehört. Okay, wo kamen diese Lieder alle vor? Ich habe die kein einziges Mal in dem Spiel gehört. Wahrscheinlich in der japanischen Version oder irgendwie was? Keine Ahnung. Und ja, muss sagen, der letzte Kampf war jetzt ein bisschen nicht so spektakulär wie der. Habe ich jetzt erst oder letzte gesagt? Der letzte Kampf ist jetzt nicht so spektakulär gewesen wie der letzte in Xenoverse 1, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Was von Goku kommt, macht so eine Drachenfaust. Ich meine, kam ja, der ist weg und so, ja. Weiß ich nicht. Hätte man vielleicht ein bisschen mehr so machen können, finde ich. Aber trotzdem, ich finde so der allgemeine Plot-Twist hier gut, dass die Minions aus dem ersten Teil mehr oder weniger jetzt die Hauptbösewichte gewesen sind. Ich mag so eine solche Art von Wendungen in Serien und Spielen. Und ja, letzte Form, die sah richtig aus, als wäre irgendwie aus One Piece. Keine Ahnung, die Proportion und so. Sieht aus wie so ein typischer One Piece Bösewicht. Vielleicht ist das ja auch beabsichtigt worden, keine Ahnung. Aber was soll's. So, wir waren bei Parallelquest 86 und ja, die DLC-Quests beginnen ab 100, also da haben wir halt irgendwie 3 oder 4, so 101, 2, 3 und 4. Das heißt, zwischen 86 und 100 kommen dann noch 14 Parallelquests. Das ist noch ganz schön viel. Also ja, hier sind wir noch ein bisschen beschäftigt. Außerdem sind wir noch nicht mit den Meistern alle durch. Wahrscheinlich haben wir jetzt Son Goku freigeschaltet als Meister, ne? Und einige DLC-Meister. Wir haben bestimmt jetzt ein paar Sachen, die freigeschaltet haben, nachdem wir das Spiel durchgespielt haben. Also kann ich noch nicht komplett hier meinen gesamtes Feedback zu dem Spiel geben. Weiter. Kyuu-san, okagede tatsukatta do. Owatta yo desu ne. Sore dewa sassa to kaerimashou. Amari nagai aida chigau jidai o uro-uro suru mono ja arimasen kara ne. Sou nan ka? Konkai no oiwai suru kara gochisou deru. Nur einer ist halt verdammt leise. Zannen da na. Doushite sore o hayaku iwanai no desu ka? Ii? Okay. Den Witz habe ich jetzt nicht so verstanden. Weißt du, er hat das Essen von irgendwie nicht gut ist und ja, Bills wieder da und frisst alles, ist klar. どこの誰なの？僕の大切なおやつの時間を邪魔するおバカさんは。いや、ビルス様。あ、お芋れ替えをしんか。これはこれはビルス様。なんじゃまたこっちに来とった。時々の卵がかえったお祝いをするんだって。ちょっと覗いていこうと思ってさ。Das ist Eis. 卵
Er meinte wahrscheinlich Eis wie Essen oder was? Guck dir mal die Ohren an von ihm. Wirklich ab. Der Humor, ne? Ich bin noch ein für den dritten Teil. ドラゴンボールを金弾みに使いよって。まあまあいいじゃないか。せっかくのおめでたい日なんだからさ。そうですね。では ここにいるみんながお腹いっぱいになるくらいの飛びっきりのごちそうを出してちょうだい。たやすいことだ。Armerscheinung. Erst muss der Unterhosen-Herzhaumann. Aber Unterhosen ist, glaube ich, nicht so schlimmer. やっぱり寿司はうまいぞ。 Ah, alle essen, alle sind zufrieden. Man muss alles immer irgendwie was mit Essen zu tun haben. Ich verstehe den Animes irgendwie nicht. Warum ist Essen immer so Top Priority? Überall. Oder Center oder der Mittelpunkt von allen Humor oder irgendwie sowas. Ich verstehe es nicht. Japan ist merkwürdig. Ich liebe es. トランクスもね、いつもありがとう。いえ、皆さんのおかげです。悟空さん、さっきからどうかしたんですか。しらん、willst kämpfen。Was meine Rüstung immer noch kaputt。ずっと気になってことがあってさ。Die sehen sich irgendwie ähnlich, oder? Na ich. それはやっぱり先輩の方が。何言っとんじゃん。そうとも限らんじゃろうが。悟空だって兄貴より強くなったんじゃからな。どっちかしらね。戦ってみればわかることじゃありませんか。孫悟空は下からじゃん、ブラ。やっぱ孫悟空じゃ。よし、かかってこい。ちょっと待て。どうしてそうなるんだ。 Gut, gerne gegen mich selber kämpfen, wenn wir schon dabei sind, aber mich fragt da hier niemand. Na gut. Son Gokus Traum in Erfüllung, nehme ich an. Gut. Du kannst die Hintergrundmusik für Quantum City in Spielerscheinung ändern, nachdem du das Spiel abgeschlossen hast. Ausgezeichnet. Was für ein Zufall, ich habe es abgeschlossen. Trunks, mit dir rede ich im nächsten Part, nehme ich an. Wahrscheinlich geht es mit den Eiern als nächstes weiter. 95%, ja. War immer noch 86%. Ich muss mal da gucken, was da los ist. Hat sich irgendwas da verändert? Nicht, dass ich hier rausgehe aus Screen und irgendwas passiert da und ich habe es nicht mitbekommen. Von der Musik voll majestätisch. Irgendwann, was ich da für eine Musik im Hintergrund mache, kann ich da jedes Lied reinpacken? Oder nur die, die hier in Quantum City normalerweise ist? Ja, mal interessant zu wissen. Gut.
sind ja einige neue Expertenmissionen so aufgetaucht. Wir haben mich mal hier umschauen, so wir haben hier so gegen fliegen, so gucken, was hier los ist und was hier passiert ist. Und hallo, Konton City Held. Jetzt stehe ich hier ausgezeichnet. Guck der mal an. Oh. Ja, sieht nicht schlecht aus. Genau, würde ich sagen, in der nächsten Folge werde ich mir überlegen, was wir machen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ich freue mich alle, dass ich zuschauen und sage tschüss. Na, tschüss, bis zur nächsten Folge.